Was geht ab, liebes YouTube? Gut, also hier bin ich mal wieder. Heute mal in Mortal Kombat X. Ich weiß es noch nicht so richtig, ob ich die Story spielen soll. Wenn, sollt ihr mir das einfach mal Bescheid sagen. Ich spiele es einfach mal währenddessen. Also, ich mache in der Zeit ein paar Türme. Und traditionelle Türme bitte. Das Spiel ist nicht auf Full HD, also nicht 1080p. Es ist. Ja, okay, für euch kann man das noch durchgehen lassen, aber mir sind es einfach mal 480p. Nee, wenn nicht sogar weniger. Weil das Spiel überhaupt kaum bei mir läuft. Es wird auch Lags geben, denke ich jetzt mal. Man sieht es ein bisschen. Ich habe es ein bisschen länger gezogen, damit es ein bisschen größer angezeigt wird. Ich hoffe, es ist nicht zu pixelig. Wenn ja, tut es mir leid, aber anders kann ich es nicht bringen. Und ich will es jetzt hier, sagen wir mal, so wie es jetzt gestalten ist oder gestaltet ist. Möchte ich es jetzt mal so bringen. Und Survivor. Endlos. Okay. Wir machen jetzt einfach mal ein klassisches. Der erste Gegner ist auf jeden Fall schon mal Kenshi. Ich habe es ja auch schon hier mit diesem, sagen wir mal, Aufbau hier jetzt mit der Webcam und so. Habe ich es ja schon bei GTA 5 gemacht. Und ich habe da ziemlich schlechte. Also von meinen Jungs, also mit denen ich gespielt habe und die Leute wie Captain Prodigs. Haben mir auch schon gesagt, dass ich es nicht mehr so machen soll, weil es ist einfach bescheuert. Auch in der Schule habe ich das gesagt bekommen. Ich habe da auch ein paar Leute, die das anschauen. Also würde es das nächste Mal im Fullscreen dastehen und nicht so wie es jetzt ist. Gut, also wir spielen einfach mal. Was war das jetzt? Traditionelle Türme. Ich habe jetzt auch mal, sagen wir mal, die Fatalities aufgeschrieben, damit ich die gleich einsetzen kann und ich ständig auf Pausenmenü gehen muss. Und. Ich würde sagen, wir fangen mit Skorpion an. Nehmen wir den Turnier-Skorpion, ne, den normalen. Und ich mag den Ninjutsu, ermöglicht einzigartige Attacken mit zwei Schwertern. Klingt ja schon mal gut. Aber wir machen mal auf leicht. Es gibt, man muss sagen, es gibt auch durch die Einstufung sehr leicht, aber und die ist auch schon manchmal echt hart. Also, das Spiel ist schon schwer, selbst auf sehr leicht. Gegner werden ja auch von Mal zu Mal stärker. Gut, Kenji mit Skin. Meine Vorfahren leiten mich. Sie werden dem Unterreich gehören. Du kriegst weder sie noch mich. Ich muss auch jemand nochmal die Story durchspielen. Hopp. Komm, werf. Oh Gott. Alter, hör auf! Ihr müsst verstehen, Scorpion ist mein absoluter Lieblingscharakter. Der ist auch schon im Hintergrund so ein bisschen angezeigt. Aua, aua, aua. Ach, okay. Get over here! So, es wird Zeit für den X-Ray. Der zwiebelt. So. Toll. Ach, Kenji, hör auf. Schön, dass deine Vorfahren dich leiten. Der erste Gegner ist immer etwas einfacher. So. So, haben wir schon den ersten. Fatality. Oh, der leckt nämlich nicht so jetzt hat. Den hat man auch im Trailer gesehen. Und ja, der Fatality, der ist schon. Wie schon gesagt, das Game schaut jetzt nicht so hübsch aus, aber ich bin eher so einer, der sagt, ich scheiß auf Grafik. So, Sonya Blade ist die nächste. Gegner 2, die auch schon in Mortal Kombat 9 dabei war. Kenshi, glaube ich, war es, soweit ich weiß, nur als DLC. Ich hatte ihn nämlich nicht bei Mortal Kombat 9. Ich mach dich fertig, Scorpion. Deine Ausbildung reicht dazu nicht. Vielleicht nicht, aber mein Können. Aber ihr Können reicht vollkommen aus. Zack, zack, zack. Genau, wirf mit dem Mönch auf mich. Falls ihr euch wundert, warum das Game so hell ist, es ist normal schon ziemlich dunkel.
Scheiße. Brech mir alles. Brech. Ja, komm, mach. Boden mit dir. Und ich hol mir ran. Genau. Und ab in den Boden. Oder das ist dein Ende. Normalerweise geht er mir ein bisschen weiter hinter. Fressen X-Ray. Ja, es hängt schon einigermaßen manchmal. Also. Ich habe halt nicht den Luxus-PC. Wie andere. Oh, jetzt habe ich das falsch gemacht. So. Okay. Kommen wir nochmal ab. Greifen wir nach ihr. Und jetzt kommst du her. Das und das. So, jetzt zeigen wir mal den anderen. Vielleicht hätte ich es andersrum machen müssen. So, auf der anderen Seite. Normalerweise, wenn ich jetzt auf Sonjas Position gestanden wäre, dann hätte es so geklappt, wie es jetzt hier auf dem Zettel ist. So, hier in der Runde habe ich noch Sonja Blade. Damit ich halt, wie gesagt, nicht ständig ins Menü muss. Achso, ja, was ich noch erwähnen muss. Hier sieht ja eine andere Location dahin, ne? Jetzt so einigermaßen. Dein Ärger ist nichts gegen meinen. Das stimmt mich auch nicht ruhig. ich bin umgezogen. In ein neues Haus mit meinen Eltern. Komm her. Oh mein Gott, er ist ausgewichen. Du mieses Stück. Oh, friss den Hammer. Ich hab schon gewonnen. Ja, da sieht man es jetzt, er ist in den Boden gegangen. Ah, der X-Ray ist wunderschön. Jeder normale Mensch wäre da tot. Ach komm. Aaron Black. Ich könnte natürlich noch ein bisschen was zu seiner Story erzählen. Weil ein bisschen habe ich mich informiert. Er ist ein Erdenreichler, also so wie Scorpion auch. Moment. Jetzt muss ich mich mal auf die andere Seite dafür. Jetzt. Moment. Er ist ein Erdenreicher wie Scorpion. Er ist aber in die andere Welt, nicht in die Hölle, also nicht in die ins Unterreich gegangen, sondern in. Wie nennt sich das? Mir fällt es nicht ein. In die Außenwelt. In die Außenwelt ist er gegangen. Weil seine Eltern, glaube ich, getötet wurden oder irgendwie sowas. Und dann hat er Kotal Kahn oder dient er jetzt Kotal Kahn. Reptile. Reptile kennen wir auch. Aus diversen Teilen, oder kenne ich auch aus diversen Teilen, vor allem Mortal Kombat 9. Die ersten, sage ich jetzt mal, die ganzen Reihe habe ich nicht gespielt. Ich habe erst mit Mortal Kombat 9 angefangen. Für Satera! Für die Shirai Ryu! Zum allerletzten Mal! Ich glaube, Scorpion geht auch allmählich jeden auf den Sack mit seinen Shirai Ryu. Also ich meine, ich würde auch meinen Clan irgendwie retten wollen. Das ist ja, oder halt, wie nennt sich das? Rächen wollen. Denn sein Erzfeind, den man auch in den Trailer gesehen hat, oder allgemein in jedem Teil, mit dem Namen Sub-Zero, hat ja seinen Clan ausgerottet. Ich habe beschlossen, ich spiele die Kampagne von Mortal Kombat X, also Mortal Kombat 10, nochmal, also mit euch. Ich habe es jetzt einmal durchgespielt, aber ich finde sie echt mega geil, muss ich gestehen. Und jetzt haben wir hier den Gegner Reptile. Er hat in Mortal Kombat 9 Shao Kahn gedient, also den ersten, also halt den wirklichen Boss von, oder den harten Gegner, sag ich jetzt mal, aus Mortal Kombat 9. Und jetzt dient er, wie heißt er, Kotal Kahn, also den neuen Herrscher der Unterwelt.
Außenwelt. Okay, machen wir nochmal. Oh. Die sind beide ziemlich gleich. Ja. Schaut interessant aus von innen. Fatality. Was ich sagen. Ich höre gerade meinen Hund, weil ich das Fenster offen habe. Jetzt haben wir hier Kano als Gegner. Er ist von Sonya Blade so ziemlich Erzfeind. Er dient auch nicht wirklich jemandem. Also kein Teamkampf, was? Nee, nee, mein Freund. Mit dir nicht. Das Gute finde ich jetzt auch an Mortal Kombat 10. Man kann jetzt auch seine Umgebung zu nutzen machen. Seht ihr? Und ich bin ja auch gerade eben gesprungen. Oh, hey. In your face. Kann man machen. In Mortal Kombat 9 konnte man es nur manchmal. Es war aber auch nur Fatality bestimmt, glaube ich. Nee, mein Freund, du nicht. Das war auch so etwas, was ich erstmal ausprobiert habe, in der Luft sich teleportieren. So, her mit dir. Das zwiebelt aber auch ordentlich. Ich werde das jetzt auch so machen. Das ist jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Playlist mit Mortal Kombat X, die Türme, also halt das, was ich jetzt gerade spiele, das ist ja nicht wirklich das die Story. Dann werde ich auch noch eine Playlist machen mit der Story extra. Oh Gott. Ja. Oh, der hat aber ganz schön harten Schädel. Wir dürfen mal bitte auf die andere Seite. Klein wenig krank. Jason ist neu. Jason Voorhees ist neu. Ist auch ein ziemlich creepier Gegner, wie ich finde. Werdet ihr auch gleich sehen, warum. Denn er sagt nichts. Er sagt nichts. Und er ist auch in sich ein ziemlich langsamer Gegner, wie ich finde. Oh. Ich. Okay. Das ist neu. Ich konnte gerade meine Attacken nicht gescheit einsetzen. Ich habe komplett umgekehrte Steuerung gehabt. Aber gegen Scorpion kommt er natürlich nicht an. Also. Er macht nichts. Er sagt nichts. Es Round two, fight. Komm mal doch her. Mein Kleiner. Okay, ist cool. Ja, ich bin auch langsam leid, Skorpion. Keine Sorge. So. Ach, jetzt kommt. Komm, den killen wir jetzt mal richtig schön hier. Nein, bei der anderen Attacke fällt die Maske nicht ab. Das habe ich schon probiert. Ja, man hat die Augen schon mal gesehen. Also er hat ein Gesicht, das weiß ich, und den kann man auch irgendwie das Gesicht abschlagen irgendwie. Oder halt die Maske zumindest, ich weiß aber nicht wie. Gegner 7, Kung Lao. Den man auch aus Mortal Kombat 9 kennt, ist aber gestorben durch Shao Kahn. Du hast mich aus dem Turnier geworfen.
Sei froh, dass du noch lebst. Ja, jetzt kann ich dich töten. Mal schauen. Ich glaube kaum, dass du dann gleich noch lebst. Ist gut. Ebenso. Hör auf jetzt. Wo ist denn mein Freund? Oh. Get over here. Ne, den wollte ich halt. Das machen wir danach. Den hier. Danach wieder den hier. So, aufhören mit Hüten zu werfen. Jetzt ist er, glaube ich, down. Glück gehabt. Ja. Was so, und dann zack, hättest du nochmal Schaden gehabt. Er wäre eh da gewesen. Das ist dein Ende. Das ist sein Ende. Ja, werf ruhig deine bekloppten Teile. Geht mir am Arsch vorbei. Ich wäre es gewesen, wenn das Teil zurückkommen würde. Alter, Junge, ist gut. Ja, die Gegner werden auch langsam stärker. Jetzt hat er zu lange gebaut. Na komm, oh shit. Ich habe auch schon mehrmals im Multiplayer gespielt, aber auch nur gegen eine Freundin. Ja, ich bin's auch langsam leid, wie oft da war. Ist schon manchmal witzig, finde ich, die Gesichter. Witzig. Jetzt kommt Devorah. Devorah ist neu in Mortal Kombat. Eine Insektin. Insektin, sagt man das? Insektenkönigin, was weiß ich. Auf jeden Fall kann sie Insekten als Waffe benutzen. Man sieht auch schon die Fliegen. Deine Flamme ruft nach uns. Sie wird dich verschlingen. Sie wird uns wärmen, wenn wir fressen. Mal schauen, Devorah, mal schauen. Blödes Insekt. Das ist das, was ich hasse. Ja, auf, Mädchen. Wer sich Mortal Kombat X holen möchte, aber das Spiel oder Steam auf Englisch hat und das Spiel auf Deutsch spielen möchte, muss ich Steam auf Deutsch stellen, weil es gibt keine Sprachumstellung, da das Spiel ja nicht indiziert ist in Deutschland. Soweit ich weiß, ist es erlaubt, wird der Besitz erlaubt, aber man kann es halt nirgends verkaufen. Hey, Mädchen, hör auf. Get up, komm hier. Zack, zack. Was passiert eigentlich, wenn ich die Attacke zweimal hintereinander ansetze? Ah. Scheiße. Was hat er jetzt? Ah. Ah, machen wir jetzt nichts Spezielles. Ich habe jetzt keine Lust drauf. Dann seht ihr das auch mal. Why you have Mortal Kombat 10, schreibt mir das. Spooderman. Wieso habe ich es? Vielleicht weil ich es mit dem Internet geholt habe. Doro. Auch schon eine Weile dabei. Ist jetzt auch, ist jetzt auch durch einen DLC verfügbar, was ich natürlich besitze. Scorpion. Du. Du. Ich werde dich zerreißen. Mal, probier. Daneben. Er hat geblockt. Was von ihm lassen, das kann er gut.
Nope, nope. Nope. Ich habe jetzt. Bin ich jetzt auf normal oder auf leicht? Ich glaube, ich bin leicht. Okay. Du kriegst jetzt ein X-Ray in die Fresse. Drachenzahn-Goro. Zack und zack. Natürlich. Ach du Mann. Nehmen. Aua. Was machen wir denn mit ihm? Komm. Ins Gesicht. Schaut lustig irgendwie aus, wie. Ich weiß nicht warum, aber es schaut irgendwie lustig aus. Hm? Ich bin schon ein grausamer Mensch. So, Shinnok. Shinnok ist, den hat man bei Mortal Kombat 9 als letztes gesehen, sagen wir mal, als Abspann. Er ist der neue Gegner oder Boss, sag ich jetzt einmal, in Mortal Kombat X. Also er übernimmt. Das Glühwürmchen. Geh auf oder spüre meine Flammen. Diene mir oder werde ausgelöscht. Er ist der Ersatz für jetzt Shao Kahn. Und ein ziemlicher Kackgegner. Ich hasse ihn. Als Gegner. So gemerkt. Auf, auf. Alter, jetzt. Das ist mein X-Ray. Wie schon gesagt, er ist auf leicht selbst schwer. Okay, war auch Shao Kahn in Mortal Kombat 9. Als, auf sehr leicht, sehr. Sehr, 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 sehr schwer fand ich. Vor allem, weil ich noch nicht so erfahren mit dem Spiel war. Es geht bei mir jetzt inzwischen. Zack, zack und zack. Er ist immer noch nicht down. Du frisst das hier. Und jetzt erstmal abhauen. Das ist ein Ende. Round 2. Fight. Jesus. Er ist einfach ausgewichen. Wage es nicht. Denk was, vielleicht wirst du dann besser gelaunt. Zack, Alter, in die Fresse. Oh, Katzi. Das hat was mit der Story zu tun. Er zittert vor mir, wenn ich die Macht des Erdenreichs absorbiere. Das hat was mit der Story zu tun, das müsst ihr erst dann verstehen, wenn ihr die Story spielt. Jetzt kommt die Feinde. Und der Shinnok ist noch viel übler. Zumindest wenn er mal zum Angreifen kommt. Aber dazu lasse ich es erstmal nicht kommen. Abstand halten bitte, dankeschön. Ich lasse eine einstweilige Verfügung ein. Du Spasti. Uppercut in your face! Zack, mein Abonnent. Und weg ist er. Jetzt, alle mal, pssst. Einen Beitrag zu Shinnoks Wiederauferstehung geleistet zu haben, lastete schwer auf Scorpions Seele. Sein Verlangen nach Rache hatte das Erdenreich an den Rand der Zerstörung gebracht. Scorpion bot an, sein Vergehen durch Harakiri zu sühnen. Doch Raiden schlug eine produktivere Alternative vor. Statt zum Tode verurteilte Raiden Scorpion zum Leben. Er verlieh Scorpion einen kleinen Teil der Macht des Jinsei und band ihn an die Essenz des Erdenreichs.
Scorpion und sein Clan sollten das Jinsei und das Erdenreich für immer beschützen. Ist besser als tot. Ist besser als tot. Das ist für mich ein sehr gutes Ende für Scorpion. Oder auch Hanzo Hasashi. Hanzo Hasashi werdet ihr dann auch mal noch in der Story miterleben. Gut, das ist ein kleines Ding, aber das will ich jetzt nicht weiter erläutern. Ja. Was? 950.000 Punkte? Ich glaube, dafür hätte ich jetzt die ganze Zeit noch Fatalities machen müssen. Habe ich jetzt keine Lust drauf gehabt. Was ich euch noch zeigen wollte, was ganz Cooles am Rande. Meine Lieblings-Fatality. Fatality-Übung. Cassie Cage. Na komm. Nehmen wir das hierfür. An wen machen wir das denn? An meinen absoluten Hasscharakter. Wen hasse ich denn eigentlich am meisten? Wen mag ich denn? Ja, komm. Eigentlich hasse ich ihn nicht, aber komm, ich will ihn jetzt mal hier. Ich will ihn mal mit der Fatality sehen. So, wo haben wir sie denn? Ja. Dafür muss ich nah dran stehen. Habe ich extra aufgeschrieben. So. Das ist der, meiner Meinung nach, sein bester. Es gibt zwei verdammt coole. Aber ich glaube, das ist der beste. Bitte ausschalten, dankeschön. Zu nah ran. Dö. Zack. Warum man das jetzt auch immer dann so klein macht, das verstehe ich jetzt nicht bei mir, aber... Jetzt war ich zu spät. Gut, egal. Zurück zum Hauptmenü. Was ist jetzt kaputt? Egal, ich habe das Gefühl, dass die Fatality nochmal ein Spiel ein bisschen verbuggt, wahrscheinlich mit der Auflösung, aber das ist ja egal. Ihr seht jetzt ungefähr in meiner Auflösung auf meinem Bildschirm, also das ist komplett drüber und vollpixelig, aber das ist egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal zu den Türmen und ich spiele jetzt einfach mal noch ein bisschen für euch die Story, damit ich da auch noch was habe. Also, tschüss.